Was? Follow the order? Du musst der Reihenfolge nachgehen. Ich bin hungrig. Okay, das war anscheinend nicht richtig. Okay, erst hier. Dann oben. Hier, nimm's. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Nimmst du es jetzt? Nein. Ich glaube, das war aber auch nicht richtig. Nein. Follow the order. I'm hungry. Okay. Okay. Gib mir das. Erst unten. Du. So verwirrt. Okay, mal gucken, wie lange wir das jetzt machen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ich kann es manchmal nicht richtig deuten, wo sie hin zeigt. Okay, es war wohl richtig. Wir haben den Schlüssel. Ob wir jetzt so einfach in unser Labor kommen, ist die Frage. Hallo? Achso, oh. Ich dachte, es ist irgendwie hängen geblieben. Ruhig. Können wieder ganz normal laufen. Warum bist du so ungeduldig? Okay. So. Da. It's time to see. Immer noch so verwirrt, was stellt das dar? Okay, wir sind wieder draußen im Garten. Was? Es ist schon Nachmittag? Wie? Okay, und wir können schon wieder nur langsam gehen. Okay, ein Herzchen haben wir gefunden. Ich weiß halt auch gar nicht, wie viele Herzen es hier in dem kompletten Spiel gibt, wie viele wir finden können. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt auch nur diese zwei, die ich bis jetzt auch gesammelt habe, auch gesehen. Also mehr habe ich auch gar nicht gesehen. Um ehrlich zu sein, was ist das? Kann ich nicht aufheben, okay. Wir sind wieder zurück in 1996. Ist das so eine Art Zeitmaschine? Soll das das darstellen? Ich bin mir noch nicht so... Also auch wenn wir jetzt ein bisschen was
von der Geschichte wissen mit dem Mädchen. Ich weiß halt nicht, was es mit der Maschine Hallo auf sich hat. Hallo. Okay, das ist also ihr Haus? Du benimmst dich seltsam. Ist etwas passiert? Ich verstehe nicht, was gerade passiert. Seltsam. Hier ist die Batterie. Kannst du sie bitte einsetzen? Ich veralbere dich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer du bist oder wie ich hierher gekommen bin. Du verhältst dich wirklich sehr merkwürdig heute. Hier, nimm die Batterie. Ich werde dieses Buch hier zu Ende lesen und dann werde ich zu dir kommen. Wo soll ich sie denn einsetzen? Wo? Hast du vergessen, wo die Garage ist? Was? Wie? Was? Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Okay, es sieht so aus, als wären wir bei ihr zu Hause. Aber es war doch unser Haus von außen, oder? Es hat auch die Garage. Ich bin so verwirrt. Okay, gehen wir mal in die Garage. Boah, was ist das denn für ein Haus? Ist das die Garage? Okay. Wenn ich schon mal. Oh Mann! Ich wollte aber ein bisschen das Haus erkunden. Okay. Dieses Haus. Es sieht fast so aus wie meins. Vor der Renovation. Renovation, ja, auf jeden Fall. Vor der Renovierung. Entschuldigung. Oh Mann. Vor der Renovation. Alles klar, verstehe. Okay. Batterie einsetzen. Muss ich irgendwas noch tun? Oh Gott! Hast du sie eingesetzt? Ja. Sieh, was ich gefunden habe. Ein sehr seltsames Teil. Es ist der Kristall. Ist das hier wirklich passiert? Ich erinnere mich an gar nichts davon. Kann ich den Crystal hier einsetzen? Okay, kann ich denn. Warum ist die Tür verschlossen? Ich kann nicht raus. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwas tun. Gesehen, scheiße. Ich hab's halt auch irgendwie gar nicht gesehen. Also, mich hat jetzt der Sound erschreckt, aber ich hab's nur zur Hälfte gesehen. Ich hab's Gesicht nicht gesehen. Also, alles in Ordnung, alles cool. Okay. Was muss ich tun? Darf ich. Ah, okay. Jetzt darf ich raus und ich darf mich hier auch umsehen, ja? Da ist nichts. Ihrem Zimmer auch nichts.
Wo sind wir? Wow. Oh, ich dachte, die sitzt da jetzt wieder. Ein Walkie-Talkie. Okay, ein Kleid. Eine Spritze. Ist das real? Ja, das, diese Frage habe ich mir jetzt gerade eben auch gestellt. Hallo Vögelchen! Hey! Alles klar? Das ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten für Vögel. Ich möchte es nur mal angedeutet haben. Oh. Oh. Vögelchen? Nun verstehe ich, dass das hier nicht meine Welt ist. Bedeutet das, dass ich dich nicht liebe? Aber wie bin ich dann hierher gekommen? Ist es die reale Welt? Ich bin verwirrt. Ja, same, dude, same. Hier ist nichts. Ich glaube, hier soll ich nicht rein. Hm. Hallo? Du siehst plötzlich so anders aus! Und Anita, ihr habt uns reingelassen. Aber wohin? Ich kann nicht rein. Okay. Hey. Ich glaube, dass das die Mutter von Anita ist. Also deine Erinnerung. Hast du... vergessen, dass ihr zusammen wart? Du und Anita, ihr habt uns reingelassen. Aber was bist du? Warum sehen wir hier diese komischen Gestalten? Es macht... Also, ich habe... Im Moment habe ich mehr Fragen als Antworten vom Spiel. Muss ich zugeben. Hi. Ja. Oh ja, das ist... mir den Kristall. Was war das denn? Hab ich jetzt den Kristall gegeben? Warum bin ich so doof? Warum? Ich bin gerade so verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nichts zu dem Spiel gerade sagen, weil ich gerade so verwirrt bin. Ich habe so viele Fragen. Also mir gefällt das Spiel an sich und mich interessiert auch die Story. Also was zwischen den beiden vorgefallen ist. Was diese seltsamen Kreaturen das sind. Ich laufe jetzt mal hier lang. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade mehr Fragen, als wie ich Antworten bekomme. Hi, Anita. Das hier. Wundervolle Gefühle. Gibst du mir die? Okay, ich habe den Kristall. In der Schule? Warum sind wir jetzt plötzlich in der Schule?
Ich hoffe, wir kriegen jetzt. Also, wir haben jetzt eine gute Stunde gespielt. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Antworten, ey. Sonst bin ich echt ein bisschen pissig. Okay, ich komme hier nicht raus. Komme ich hier raus? Nein. Noch ein Herzchen. Ich würde gerne raus, aber ich darf nicht. Muss ich mich hier irgendwo hinsetzen? Ist einer von den Plätzen hier meiner? Jetzt im Moment ruckelt es auch gerade ein bisschen. Ich hoffe, es ist trotzdem zu ertragen. Muss ich es vielleicht wässern? Okay. Ich muss die Pflanze gießen. Okay. Etwas geändert? Erinnerst du dich? Alter! Huch! Oh, das ist aber schön. Anita, du bist irgendwie ein bisschen gruselig auch, muss ich jetzt echt mal sagen. Es gibt mehrere Sachen. Das ist jetzt schon der zweite Lolli, den wir aufgesammelt haben. Erinnerst du dich an unsere Lieblingsschokolade? Sie wurde Amphent genannt. I see you. Das wunderschöne Gefühl von Liebe. Ich liebe dich. Oh. Okay, unsere Lieblingsschokolade heißt also wie das Spiel, Amphent. Anita und Punkt, Punkt, Punkt. Oh. All das ist passiert wegen unserem Experiment. Unser Experiment? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand geholfen hat. Vertraue diesem Vergangenheits-Ich nicht. Vertraue meinem Gegenwarts-Ich. Bring mich zurück. Ich verstehe nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin sehr verwirrt. Anita, sag mir doch bitte mal, was hier los ist. Du bist also das Vergangenheits... Bist du die Vergangenheits-Anita? Willst du mit mir gehen? Oh, scheiße. Nein oder ja? Will ich mit dir gehen? Aber was hat das jetzt, also, was verändert das jetzt, wenn ich ja oder nein mache? Okay, also, wir wissen, vom Anfang, als erstes war sie ein Mädchen, das wir überhaupt nicht beachtet haben. Dann ist wohl irgendwas passiert, warum wir jetzt dann plötzlich zusammen sind. Also, ich verstehe das jetzt. Und irgendwas ist dann passiert, was sie getan hat, warum sie in den Zeitungen stand. Aber, oh, was ist... Möchtest du mit mir gehen? Okay, ich mach's mal ja. Das macht mich glücklich. Selbst wenn ich mich daran nicht erinnern kann.
Deine Antwort vom letzten Mal. Vom letzten Mal? Hi. Okay. Kommst du mit? Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ist das hier real? Sind wir nun endlich zusammen? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder hier? Wir war. Hä? Ich ver. Warum soll ich denn das jetzt noch? Ich kann nicht Ja drücken. Ich drücke Ja. Das geht nicht. Nein. Ich will nicht Nein drücken. Ich wollte Ja. Ich wollte, dass du mit. Jetzt steht da dieses Vieh wieder. Hä? Aber Spiel, warum machst du das mit mir? Haben wir ihr das Herz gebrochen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was Ribbons heißt. Es sind Welten, denen du begegnest. Aber irgendwas hat sich verändert. Hast du es mitgebracht? Ja, hier. Am Abend 1996. Okay, ich glaube, ich habe es verkackt. Bereit. Ich werde es anmachen. Okay, wir sollen auf das Pedal gehen. Space. Okay, wir können uns nur ganz, ganz. Ey, das sind wir. Shit! Was war das denn jetzt? Ich kann auch kein Ja drücken. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Glaube ich. Oder auch nicht. Hi. Wir waren Nachbarn. Ich habe dich immer mit reingezogen in Abenteuer. Und plötzlich hast du es mir gebeichtet. Was denn? Hast du jemand anderen als mich?
Wer ist sie? Du hast nicht geantwortet. Wo bin ich? Warum sind da andere Ichs? Ich bin nicht... Ich bin nicht so wie sie. Meine Vergangenheit ist anders. Du hast das Dokument nicht unterschrieben. Ich werde nicht mit dir sprechen. Ich war ein Niemand. Nur du hast mich beachtet. Ich habe dich geliebt. Du bist für mich zurückgekommen. Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich. Ach, das war's. Ich glaube, das war's. Okay, es hat jetzt doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Eine Stunde. Krass. Okay. Auch wenn das jetzt das Ende ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mehrere Enden gibt bei dem Spiel. Nee, eigentlich nicht. Weil ich habe... Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, aber da, wo wir diese Entscheidung hatten, ja oder nein zu drücken, konnten wir ja am Ende auch nur noch eine Auswahl treffen. Krass. Okay, also. Kommt hier noch was? Mach mal Space. Ah, okay. Ja, das war am Fend. Die Frage ist jetzt, was kann ich bei... Okay. Die Frage ist jetzt, warum kann ich die ganzen Kapitel nochmal spielen? Das ist jetzt meine Frage. Gibt es vielleicht doch mehrere Enden, was man anders machen kann? Wahrscheinlich da, wenn man... Ich bin gerade so verwirrt. Also mir hat das Spiel sehr gefallen, ne? Everything. Anita Jealous. Anita Secretary. Childhood Friend. Anita Nobody. Anita Pyjamas. Remember All Hearts. Dead Anita. Anita. Distorted Anita. Was? Ah, und das sind noch Sachen, die wir freischalten können, ne? Remember All Hearts. Ich denke mal, mit den Herzen können wir hier die Sachen freischalten. Schätze ich mal. Okay, es gibt aber nicht viele. Also ich glaube, wir haben wir haben den Pencil. Ja, komm, das gucken wir uns jetzt mal noch an. Ich erinnere mich. Sie hat mir mit den Chemie-Stunden geholfen. Und ich habe ihr mit Physik geholfen. Es gab mehrere Male oder mehrere Zeiten, da habe ich mir ihre Stifte ausgeliehen und habe sie vergessen, ihr zurückzugeben und habe sie dann verloren. Sie ärgerte mich manchmal, aber sie hat mich niemals irgendwie beschuldigt oder so. Aber ich fühlte mich trotzdem schlecht. Ich fühlte
fühlte mich auch schlecht, dass ich irgendwie Angst hatte, ihr Physik beizubringen, dass sie irgendwie vielleicht besser werden würde als ich. Denn sonst würde ich mir ziemlich wertlos vorkommen. Okay, Lok haben wir nicht. Ein Magnet. Ich erinnere mich, ich habe das für sie gekauft. Auf einer Konferenz für junge Wissenschaftler am anderen Ende vom Land. Die Konferenz war nicht so toll und viele Lehrer bemühten sich, also arbeiteten härter und waren mehr inspiriert als manche Studenten. Aber ich habe ein paar sehr interessante Leute dort kennengelernt und auf diesem Ausflug habe ich einen Schatten gesehen mit langen Armen in einer Reflexion. Was? Okay. Ein Lollipop. Ich erinnere mich. Okay. Diese Herzen, die wir jetzt durchs Spiel sammeln konnten, sind sozusagen einige Erinnerungen, die man freischalten kann. Dass man halt ein bisschen mehr Story noch bekommt. Okay. Als sie kleiner war, ihre Eltern haben ihr verboten, Süßigkeiten zu essen, wegen irgendeinem Grund. Und nach dem Abschluss hat sie es irgendwie überkompensiert damit. Und sie hat fast täglich Lollipops gekauft. Und ja, sie hat mich irgendwie damit angesteckt und ich habe selbst angefangen, welche ab und an zu kaufen. Okay, die Musikbox. Ich erinnere mich. Die Musik war verdammt, ja, also wir kannten sie halt, aber wir konnten uns nicht dran erinnern, wozu sie gehörte. Anita hat sofort die Melodie erkannt. Und wenn wir sie danach gefragt haben, hat sie immer nur mysteriös gelächelt und hat halt gesagt, wir sollten selbst rausfinden, woher wir sie kennen, und jetzt wissen wir es. Ein Radiergummi. Ich erinnere mich. Ich konnte nicht das entfernen, was ich wollte, und habe den Radiergummi total vergessen. Ja, ein weiteres kleines Ding, einfach zwischen so viel ungebrauchten Zeug. Aber jetzt erinnert es mich daran, wie ich versucht habe, die Confession. Warte, ich hab's gleich. Confession. Moment. Die Beichte. Die Beichte von jemand anderem, seinem Blog zu radieren. Ich habe ein neues Buch einfach gekauft und habe das andere zurückgegeben, das mit der Beichte. Und diese Beichte hat nie die richtige Person getroffen, für die sie eigentlich vorgesehen war. Souvenir haben wir nicht. Ich habe es nicht vergessen. Deswegen Rifts in the Time, Risse in der Zeit und in Space. Ich bin derjenige, der für alles verantwortlich ist. Okay, also irgendwas, also wir haben da irgendein Experiment gemacht. Irgendwas, für mich sah es halt irgendwie so aus wie eine Zeitmaschine. Irgendwie, als wollten wir an irgendeinen Zeitpunkt zurückkehren und irgendwas anders machen, aber wir haben es halt, ganz ehrlich, ich kann mir noch nicht so hundertprozentig einen Reim auf die Geschichte machen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch jetzt mit den Herzen. Wir haben zwar ein bisschen Hintergrundinformationen jetzt, aber, ist Anita gestorben? Wenn da steht Dead Anita und irgendeine transformierte Anita und... Also, ich
Ich kann mir noch nicht hundertprozentig einen Reim drauf machen. Ich verstehe auch nicht, am Ende, wo wir diese Wahl hatten, zwischen ob wir mit ihr mitgehen wollen oder nicht. Einmal hat uns das Spiel gelassen und was ist da passiert? Und plötzlich stehen wir wieder vor ihr und wir können nur noch Nein antworten. Haben wir ihr irgendwie das Herz gebrochen oder so? Waren wir doch nicht mehr zusammen? Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen zweiten Versuch von dem Spiel machen werde, aber ihr könnt mir sehr gerne, also der ein oder andere kennt das Spiel bestimmt, also bin ich mir ziemlich sicher. Und selbst wenn ihr es nicht kennt, ihr habt es jetzt gesehen, den einen Durchlauf. Apropos, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und für bis zum Ende dranbleiben. Ihr könnt mir ja mal eure Theorien zu dem Spiel in die Kommentare schreiben, weil sowas interessiert mich immer voll, was andere Leute so für Gedanken haben, jetzt nachdem sie das Spiel angeschaut haben. Ob ihr irgendwie mehr habt als ich. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so hundertprozentig, ne? Also für mich ist das jetzt mehr, ich habe mehr Fragen als Antworten von dem Spiel bekommen, ehrlich gesagt. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, sogar nach der Aufnahme noch ein bisschen vielleicht im Internet schauen, ob ich da irgendwie so, keine Ahnung, Antworten bekomme. Kann man das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber schreibt mir auf jeden Fall eure Theorien zu dem Spiel in die Kommentare und natürlich auch, ob es euch gefallen hat. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt öfter mal wieder so ein paar Indie-Spiele bringen. Tatsächlich war ich vorhin auf Steam und habe halt so ein bisschen rumgeguckt, ne, was man so spielen kann. Ich habe sehr viel auf meiner Wunschliste noch, was ich mir kaufen will. Und habe da tatsächlich ein Spiel gefunden, wovon ich schon so lange ein Fan bin. Aber das Spiel gab es bis jetzt, glaube ich, nur auf Xbox und auf PlayStation 3. Und jetzt ist endlich sozusagen ein Remake gekommen für den PC. Und als ich das Spiel gesehen habe, instant in den Warenkorb und gekauft. Und ja, ich glaube, das wird so das nächste größere Projekt werden hier auf dem Kanal. Eine Sache nochmal, ich habe ja vorhin mit einem Let's Play wegen Resident Evil und habe dann aus irgendeinem Grund vergessen weiterzumachen. Ja, ich hatte jetzt eigentlich keine Kommentare zu meiner Frage, ob ihr die Claire-Variante nochmal sehen wollt oder nicht. Ich weiß nicht, ich werde es so machen, ich würde halt schon gern die DLCs spielen, also diese drei Zusatzgeschichten sozusagen. Wahrscheinlich werde ich es so machen, dass ich die Claire-Geschichte anfange und einfach mal guck, ne? Und wenn es mir dann doch zu viel Parallelen zu der Leon-Geschichte gibt, dann werde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Dann werde ich wahrscheinlich nur diese DLCs spielen, also diese drei Geschichten von anderen Leuten. So habe ich es mir jetzt mal im Kopf gedacht. Erstmal. Ich kann hier jetzt auch Continue machen. Aber ich mache es jetzt nicht, weil ich möchte jetzt nämlich noch Higurashi im Anschluss aufnehmen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, euch hat dieses kleine, feine Horror-Game auch Spaß gemacht. Also ich fand es sehr atmosphärisch und die Jumpscares waren angebracht, ne? Also waren jetzt nicht zu viele und zu krasse. Und ja, mir hat das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch natürlich auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.